So Leute, es geht los. Auto ist gepackt. Ihr seht, Hunde im Auto. Alles am Start. Ich ziehe ab. Bis später. Das Auto muss kaum zu bremsen. Junge, Junge, es gibt dir Gas. Ich komme schon langsam ins Schwitzen. Komm. Ja, fein. Oh, die erste große Herausforderung. Die Brücke. Ja, fein. So, wir haben unseren ersten Platz erreicht. Da werde ich mein Lager aufschlagen heute. Oh, Lager soweit fertig. So, ich genieße jetzt mal schön die Mittagssonne. Alles safe hier soweit. Von mir aus kann es regnen. Alles im grünen Bereich. Feuer brennt. Jetzt kommt das Weinchen dran. Prost auf die erste Nacht. Ich glaube, ein Unwetter zieht auf. Der Wind nimmt zu. Gekocht. Es regnet fein, aber da drüben scheint noch ein bisschen die Sonne. Die Weste an. Ja. Rein. So, noch liegt hier und ratzt. Ich mache mir das jetzt hier gemütlich. Oh, moin. Frühstück ist angesagt. Thank you.
morgens ist noch frisch. So. Die Sonne scheint schon. Ganz herrlich. Ich bin halt nur auf der anderen Seite im Tal. Deswegen habe ich morgens keine Sonne. Dafür nachmittags und abends. Und kann man schön einen Kaffee trinken oder was? Ich kann es mir kaum schöner vorstellen. Ich liege hier mit meinen Hunden. Es ist einfach ein Traum. Geiles Wetter. So, Feuerholz ist vorbereitet. Meine Jungs warten auf ihr Fressen. So, ich bin mal auf der Suche. Na, ein paar Brennnessel, ein Brennnesseltee. Und da finde ich hier dieses schöne Teil. 20 Meter hinter meinem Schlafplatz. Hier schön am Bach gelegen. Da toben sich die Hunde aus. Und da hinten ist mein Schlafplatz. So, hier bin ich dann doch fündig geworden. Kleiner Biotop. Und hier wächst schön überall Brennnessel. Sicherheitshalber ziehe ich mir immer die Handschuhe an. Und dann suche ich mir ein paar Junge. Sortiere ich mir dann gleich raus. Oh, für einen halben Liter sollte das locker reichen. So, Zeit für die Zubereitung von meinem Tee. Ein bisschen Spiritus in meinen Brenner. Und damit. Das war's. So. Ja, Wasser kocht gleich. Bereite ich mir noch mal Teesieb vor.
Wenn man fest genug zupackt, dann brennen sie auch nicht an den Fingern. So. Jawohl, Wasser kocht. Ja, hi. Heute ist nicht viel passiert. Jetzt haben wir heute keinen großen Bock gehabt, irgendwie zu ziehen. Und da sind wir vielleicht einen Kilometer weitergekommen. Und da habe ich einen schönen Platz gefunden. Und da bin ich wieder. War sau stressig heute, Mann, kann ich euch sagen. Oh, alles in der Sonne gelegen. Mann, Mann, hier stressig Holz gesammelt. Ja. Und jetzt genieße ich mein Feuerchen. Hör den Vögeln zu. Ja. Mal gucken, wie es morgen läuft. Der Hänger kaputt ist. Muss ich mal sehen, ob ich morgen vielleicht mal irgendwie einen Baumarkt aufsuche und mich von Biene mal abholen lasse und mal kurz eine Reparatur-Session einlege, bevor es weitergeht. So, ich habe gefuttert, genieße den Abend noch und wünsche euch eine gute Nacht. Thank you.